Er zeigt sich für wenige Sekunden, verschwindet dann wieder. Der St. Galler Klosterplan. 45 Gebäude, gezeichnet auf 5 Stücken Pergament. Kräutergarten, Schule oder Kirche. Verwirklicht wurde dieser Klosterplan nie. Der heutige Stiftsbezirk sieht anders aus. Die Anordnung der verschiedenen Gebäude sei auch mehr ein Konzept als ein Plan und trotzdem äußerst wertvoll. Wir haben sonst schriftliche Quellen, erzählende Quellen, Urkunden, aber wir haben sonst keine Pläne, wo wir das ein bisschen visualisiert finden. Und das ist wirklich ganz besonders. In St. Gallen ist eine einzigartige Sammlung von Dokumenten aus dem frühen Mittelalter erhalten, die nun ausgestellt werden. Urkunden, Briefe, Handschriften, alle entstanden in den Jahren 700 bis 1000 nach Christus. Anders als in anderen Klöstern wurden in St. Gallen die Dokumente bereits damals sortiert und systematisch aufbewahrt. Aus heutiger Sicht ein Glücksfall. Die Überlieferung dieser Dokumente grenzt beinahe an ein kleines Wunder, wenn man sich vorstellt, dass wir von einzelnen Blättern reden, die nochmals gefaltet wurden zu kleinen Päckchen. Und diese Urkunden haben das über 1300 Jahre lang geschafft. Um den Klosterplan weiterhin zu schützen, wird er nur alle 15 Minuten gezeigt, verschwindet dann wieder in der Dunkelheit unter einem Modell des Planes, sodass auch in Zukunft keine Schäden entstehen.